Wenn Sie sich für Bildung und Gesundheitswissenschaften interessieren, dann sind Sie in unserem Studiengang Berufspädagogik Gesundheit genau richtig. Wir bieten zwei Studienvarianten an. In der einen qualifizieren Sie sich für den staatlichen Schuldienst. Dann unterrichten Sie beispielsweise am beruflichen Gymnasium mit dem Schwerpunkt Gesundheit oder in einer der vielen dualen Berufsausbildungen, wie zum Beispiel medizinische Fachangestellte. In der Variante 2 qualifizieren Sie sich für eine Lehrtätigkeit an einer Pflegeschule oder einer Physiotherapieschule. Eine Besonderheit ist, dass Sie bei uns an zwei Studienstandorten studieren. Hier bei uns an der Hochschule Fulda alles rund um die Themen Gesundheit, Pflege, Physiotherapie. Am Universitätsstandort Kassel alles zu den Bereichen bildungswissenschaftliches Kernstudium und allgemeine bildendes Zweitfach, wie beispielsweise Deutsch oder Mathematik, wenn Sie den staatlichen Schuldienst anstreben. Gesundheit ist das wichtigste Gut, was wir haben. Und es betrifft jeden Menschen ein Leben lang. Für mich als gelernten Altenpfleger ist es daher besonders wichtig, Gesundheit zu fördern und Auszubildende für den Pflegeberuf zu begeistern. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, Lehrer an einer Pflegeschule zu werden. Das Studium vermittelt mir nicht nur tiefes Verständnis der Gesundheits- und Pflegewissenschaften, sondern auch der Pädagogik. So erlerne ich Fachwissen und wie ich Lehr-Lernsituationen für verschiedene Lerngruppen gestalten kann. Dadurch leiste ich meinen Beitrag, Gesundheitsprofis auszubilden und den Bedarf an Pflegefachpersonen langfristig zu decken. Ich finde es toll, dass wir in diesem Studiengang sowohl die Theorie als auch die Praxis lernen. Wir bekommen hier nämlich die Möglichkeit, bereits im Studium in echten Situationen zu arbeiten und praktische Erfahrungen zu sammeln. Insgesamt gliedert sich das Studium in drei Hauptbestandteile auf. Und zwar einmal dem Erstfach Gesundheit, dann dem bildungswissenschaftlichen Kernstudium und zuletzt einem zweiten frei wählbaren Unterrichtsfach. Ich habe mich beispielsweise für das Zweitfach Deutsch entschieden. In der fachlichen Ausrichtung Gesundheit beschäftigt man sich allerdings nicht nur mit biologischen Aspekten von Gesundheit und Krankheit, sondern befasst sich auch mit pflegerischen Themen und betrachtet das Feld der Gesundheit im gesamtgesellschaftlichen Spektrum. Im Kernstudium befasst man sich mit Aspekten der Pädagogik, mit der Lernpsychologie oder aber auch mit geschichtlichen Facetten der Berufspädagogik. Außerdem wird das Studium von mehreren Praktika begleitet, sodass man die Möglichkeit hat, das Gelernte direkt in der Praxis anzuwenden. Ihr seht also, das Studium bietet ein breites Angebot interessanter Fachgebiete und so ist für jeden was dabei. Ja, das Besondere am Masterstudiengang Berufspädagogik Gesundheit ist, dass man die Auswahl zwischen zwei Abschlüssen hat. Man kann den Master of Education ablegen oder den Master of Art. Der Unterschied ist, beim Master of Education studiert man ein allgemeinbildendes Zweitfach neben dem Erstfach Gesundheit, zum Beispiel Englisch oder Religion oder Chemie, und hat hinterher die Möglichkeit, in den Vorbereitungsdienst zu gehen und an staatlichen Schulen zu unterrichten. Wenn man das Zweitfach Pflege wählt, dann kann man den Master of Arts ablegen und hat damit die Lehrbefähigung an Fachschulen des Gesundheitswesens, zum Beispiel an Krankenpflegeschulen. Ich bin gelernte medizinische Fachangestellte und ich habe mich dazu entschlossen, Berufsschullehrerin für Gesundheit zu werden. So habe ich meinen Bachelor in Berufspädagogik Gesundheit mit meinem gewählten Zweitfach Deutsch an der Universität Kassel und Hochschule Fulda abgeschlossen und studiere nun im letzten Semester den Master. Mein Abschluss ermöglicht mir dann, den Weg ins Referendariat einzuschlagen. Mit den Inhalten aus meinem Studium und insbesondere durch meine gesammelten Erfahrungen aus drei Praktika fühle ich mich sehr gut vorbereitet auf diesen Schritt. Ich freue mich darauf, den schulischen Alltag näher kennenzulernen und bin auch gespannt auf neue Herausforderungen.